Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Heute im Ladebildschirm. Ladebildschirm-Simulator. Nein, wir sind gerade am Reisen zu meinem Punkt, den ich erwähnt hatte in der letzten Folge. Da wir da unseren Auftrag erledigen wollen. Aber ich muss in diese Richtung. Ach, guck mal, gerade jetzt ist doch die Nachricht mit dem Kopfgeld. 55.000. Nice. Dafür kriegen wir auch ein Level up. Stufe 68. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Level 90. Ich frage mich, wie viele Punkte will ich dafür kriegen? So, Kopfgeld für Banditen 128 Meter. Nicht der Vorräte. Eine Fäuste des Zorns. Oh, für meine Banditen. Ja, sozusagen. Jetzt ist es weg, oder was? Ah, da. In der Richtung. Ach, können wir uns einfach mal eben schnell. Anders, dass wir den Kopfgeldjäger getötet haben, ist unser Kopfgeld auch runtergegangen, meine Stufe. Sehr schön. So, hier ist auch nochmal einer, den wir noch nicht entdeckt haben. Sind alles Banditen direkt neben dem Lager? Okay. Ist irgendwo noch ein Schatz oder was? Aber viele Banditen. Zack. Zack, zack, zack. So. Ah, du brennst ja gar nicht, Schutz. Und. Oh ja, zack. Aufgabe erledigt. Was looten hier? Das ist eine Kiste. Können wir uns. So, sonst ist hier nichts, sonst ist hier nichts. Und nochmal ein. Oder nicht von mir ab. Oh, der ist sogar golden. Oh, der ist Stufe 90. Okay. Ein Harz vielleicht für mich, aber gut. So, was haben wir denn hier? Ein Schwert, was weggemacht werden will. Noch was weg. Das will weg. Das will weg. Das hier. Dann der Schwert hier noch. So, was haben wir denn? 261, okay. Geht natürlich jetzt noch ein bisschen runter, aber im Großen und Ganzen müssen wir echt bald mal aussortieren und verkaufen. Das wir nicht mehr gebrauchen können. Uns nicht ewig mehr vorstrücken. So. Noch was? Okay. So, was haben wir hier noch? Noch ein Täfelchen haben wir gefunden. Täfelchen, Täfelchen Schokolade, nee. Ansonsten hier werden wir wahrscheinlich noch erstmal nichts mehr wieder skillen können, weil wir da echt noch ein paar Sachen für brauchen, obwohl den hier vielleicht bald. Wenn wir das Geld haben, wir fahren bei 108.000, obwohl das geht auch recht flott. Jetzt habe ich aber gar nicht auf der Karte markiert, was ich markieren wollte. Und wo ist jetzt mein Söldnerfreund wieder hin? Oh. Das ist einer von denen hier. Quests. Wo ist mein Söldner? Ich halte den Söldner aus 2000 Meter und ist ein bisschen weit weg. Mann. Ja, dann. Das ist ja hier. Junge, was ist verkehrt mit dir? Was haben wir hier? Hier müssen wir noch was machen. Okay, rein theoretisch, wenn ich jetzt hinreise, müsste ich ihn ja antreffen eigentlich, oder? Ich will ihn jetzt erledigt haben. Ich reise ihm nach. Ah. So. Öffne mir die Augen, aha. Haben wir im Ladebalken mal gesehen. So, wo ist unser Ziel? 500 Meter. Ah, 400 Meter. Der läuft auf uns zu, scheinbar. Nice. Da? Ja, guck mal, wie er springt.
Guck mal da, jetzt springt er einfach richtig hart. Ja, du machst den nächsten Sprung jetzt nicht mehr, weil ich jetzt zu nah dran bin, wahrscheinlich. Ah, unser Ziel gefunden. Nice, endlich. Und ja, natürlich halt Griechenland dafür gereist. Jetzt halten wir. Hä? Ja, hier, was? Wolf töten. Jetzt läuft er wieder von uns weg. Ja, ich brauch dich. Unser Ziel haut ab. Ich komm nicht mit dem Pferd ran oder was? Und der eigentlich jetzt? Seid ihr Banditen oder? Ja, seid Banditen, schade. Hey, er läuft von mir weg. Weg mit dir, blöder Wolf. Ich hab kein Interesse an dir. Also, ich bin halt kein Interesse an euch, aber. 200 Meter. Mehr Wölfe. Auch hier. Bin ich okay. Aber die Wolfsjagd. So, die Menschenjagd, weil ich werde ja gejagt. So. Ist das hier nicht das Bereich? Junge, was ist verkehrt mit dir? Ich komme gar nicht mehr nach. Hallo. Hey. Ich wollte doch gar nichts von euch. Hi, Jungs. Hallo? Ach, Loot. Cool. Ich will eigentlich nur den Typen da holen. Ich verstehe gar nicht, warum ich jetzt hier nicht mal an den rankomme. Pferdchen, ich brauch dich. Pferdchen? Oh. Wenn er nur was Neues, Historisches entdeckt. Wahrscheinlich wollte er mir das zeigen. Junge, 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 muss ich ja voll dem hinterher reiten hier. Ist der zu Fuß unterwegs, was mit dem verkehrt? Oh, er fliegt ja förmlich, ey. Aber wir sind bald dran. Endlich, er wird auf der Karte angezeigt. Da! Ah, er ist wirklich mit dem Pferd unterwegs. Lol. Wir hatten noch Mieze und noch einen Wolf dabei. Okay. 68 wie ich, ist okay. Noch juckt meine Anwesenheit nicht. Zack. Jetzt aber. Oh, hat aber viel Leben. So, und dann Gift. Bitch. Das ist natürlich mega nervig. So, oh. Okay. Wow. Round is down. Okay. Zack, 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 zack. Und der rennt auf jeden Fall nochmal weiter. Gift ist echt auch eine böse Sache. Ich komme auch nicht hier weg. Muss ich gestehen. Du machst ja nicht. Ah, das geht auch. Locker easy. Zack, 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 zack. Zack. Das ist echt easy. Mit Blocken eigentlich. So, bestätigen wir. Oh, die hat viel Leben gehabt. Edelsteine, Geld hatte die Orange dabei, sehr schön. Und Orekalkos. So, wie sieht's denn aus? Wir kommen einfach nicht vorwärts, ne? Nächstes auch 71, 75. Haben wir auch schon alle gut kennengelernt, scheinbar. Ja, bleiben wir erstmal hier ein bisschen vorweg. Aber was soll man machen, ne? So, was haben wir denn hier? Da haben wir was gefunden. Da oben bekommen. Okay, gut. Wir sind jetzt hier gestartet, ne? Und sind den kompletten Weg dem hinterher gelaufen. What the fuck? Gut, dann machen wir jetzt den bösen, bösen Wolf. Lassen wir mal hier hin. Zack. Bösen, bösen Bär. Das war ja ein Bär. Der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch zu stark für uns. Hm.
So, wir haben hier einen getroffen, einen Schmied. Der ist ganz interessant für uns. Wegen Ressourcen. Mach der da kacken. Hallo, hallo. Was genau suchst du? Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Oh, wow. Okay, nichts, was wir gebrauchen können. Nice. Wenn ich etwas danke. Tun kann, sag es nur. Ja, Jungs, was geht? Irgendwas noch Eukalkos-mäßiges? No. Leider nicht. Gut, dann müssen wir in die Richtung. Über diesen Berg rüber. Beiseite. Oh ne, ich schütze schon wieder so das Kopfgeld. Das hätte ich nicht eigentlich mit dem einen Söldner auch noch runtergehen müssen. Oder nicht, weil. Ach, wahrscheinlich nicht, weil halt. Dingensbummens. Weil er uns nicht gesucht hat, vermute ich mal. Haben wir irgendwas? Das ist irgendwas unter mir, aber. Nicht interessant. Warum läuft es nicht, Cassandra? Ein riesiges Theater, die haben sehr viele Theater hier. In Griechenland, die mögen wohl die Kunst. Und ja, hier kann ich eigentlich ein bisschen reiten. Eigentlich, aber mein Pferd ist wieder so langsam, dass ich eigentlich schon wieder da bin, bevor ich das Pferd überhaupt habe. Der Pferd, das brauche ich wieder nicht. Hier kommst du wieder nicht hoch. Gibt es eigentlich ein Spiel, wo die Begleitpferde gut sind? Aber ich weiß nicht, ich glaube in Origin waren sie besser, ne? Ja? Weiß nicht. Eigentlich muss natürlich die gleiche KI sein, wenn sich das so anguckt. Naja, auf jeden Fall, ja, in Red Dead Redemption waren die Pferde einfach viel zu fallfreudig. Das ist ständig hingefallen. Und hier sind die Pferde einfach so langsam. Die sich an gefühlt nicht lohnen und B. Ja, bis man die mal hat, bis sie einen erreicht haben, ist es auch wieder Tag. Nacht. So, und hier haben wir dann ein Legendary Tier, das wir. Ja, denn. Das ist der dicke Bär. Hui. Na? Was geht, Bär? Guck mal hier, kannst du das auch? Zwei viel Leben. Muss man mal sagen. Oh, er dreht sich einfach mit. Oder haut einfach Bäume kaputt, alles klar. Ich wollte stehen machen. Okay. So. Dauerburner. Okay. Tja, er sieht ihn einfach nicht. Wie riesig er ist, er könnte mich am Stück runterschlucken einfach. Na komm her, Bär. Zack. Zack. So. Zack. Oh, jetzt habe ich mal gekickt. Da haben wir schon besonderen Fähigkeiten. Irgendwie nicht, ne? Wie hat er keine besonderen Fähigkeiten? Oh, ich war's angezündet an ihm. Ja, komm her, Bär. Oh, du kannst mich wegbrüllen. Ist aber süß. Ist ja süß. Hallo, ich bin hier unter dir. So. Zack, zack, zack. Weil du mich jetzt getroffen hast. Zack. Zack. Dass er keine Fähigkeiten drauf hat, war ein bisschen langweilig. Muss man ja mal sagen. Da hat er eben schon was Schönes gehabt. Zack, zack, zack. Wenigstens ein bisschen was. Eine Schatulle. Wo noch ein bisschen Geld drin ist oder was? Langweilig. Eine Schatulle. Und Sonnenlicht, das ich mit meiner Kamera lenken kann. Cool.
Ich wollte schon immer können. Licht aufgehen lassen und nicht aufgehen lassen. Gut, so haben wir den Bären besiegt. Wie haben wir jetzt eigentlich von den Bären erledigt, von den Viechern erledigt? Löwen, ach, wir brauchen noch den Eber und den Wolf. Okay. Bären haben wir erledigt. So, Prinz von Persien, dann müssen wir uns noch Kardien und Lokai, okay. Sprich mit Demokratius, können wir auch bald machen. Und die haben auch fast alle tot, wir brauchen nur noch diese blinden Töchter. Und müssen einmal für Athen kämpfen. Und spartanische Winterkorn zerstören. Immer das ist. Gut. Klare Einfluss auf die Karte noch. Nee, dann machen wir hier weiter. Jetzt mit Orikalkas aus. Orikalkas ist nicht ganz gut, dass wir wissen, das Ganze, das alles ist Gebiet. Okay. Ich überlege gerade. Arkan ist dann hier, wo wir jetzt Simpson und das andere ist hier. Dann, okay, die beiden müssen noch, die müssen noch Orte synchronisieren. Für den alten Mann, der blind ist, das weiß ich auch noch. Gut, ja, dann kämpfen wir uns mal so ein bisschen hier langsam durch, würde ich sagen. Gut, jetzt ist wieder so ein riesiger Kontinent vor uns, aber wenn wir den fertig haben, dann ist wirklich nur noch Story. Durch, beziehungsweise Story und dann kommen halt die DLCs. Ich glaube, wir werden eh noch mindestens 20 Stunden mindestens beschäftigt sein. Vielleicht mal ein bisschen gucken, ne? Und voll. Ja, was haben wir jetzt angefangen? Noch weg. Also Leute, die aggressiv sind. Ich kriege ich den nicht tot. Oh doch. Cool. Dann haben wir sogar tot gekriegt. Hallo. Ist vielleicht eine Tochter? Wäre vorteilhaft für mich. Ja, ob du dich verteidigen kannst oder nicht. Oh, Pfeile. Oder auch nicht. Haben wir schon Pfeile voll. So, zack. Wir bedienen uns einfach mal, ne? Immer so frei. Hat's einfach nicht gecheckt, alles klar. Und der ist auch tot. Lol. Was für Opfer. Easy. Tempel fertig. Nächstes Orikalkos sammeln. So, oder. Gut, ich habe jetzt das fertig, obwohl doch, ich will hier die beiden machen, haben die schon mal, die eine müssen auch schon mal weg, so ein bisschen, sage ich mal. Ist eigentlich ganz hilfreich. Ein bisschen Überblick kriegen über unsere Situation, sage ich mal. Ist ja, glaube ich, hilfreich. Ich kann mit einem von denen reden und dann kriege ich eine Mission. Doch nicht. Ups. Oh, und Mordbar beobachtet. Haben wir nichts gesagt, so kein, oh Hilfe, er wurde ermordet oder so. Einfach nur stillschweigend zugesehen. Ich könnte jetzt 5000 Kilometer reisen, 5000 Kilometer, genau, 5 Kilometer reisen. Ja, der sagen, hey, ich habe einen Wolf gefangen, einen Bär getötet, cool, ist gut gemacht. Brauchen wir nicht. Wollen uns auch sparen erstmal. So, vor allem habe ich glaube ich auch noch ein zweites Tier, glaube ich, dabei, ne? Hier was? No. Nix in der Nähe. Oben hatte ich mal jetzt angeschlagen, ansatzweise. So, Steinchen. Oh, es ist gerade schön. Schön durch die Wälder laufen hier. Das hat auch Feeling. Ich weiß, Tiere oder so sind hier, ne? Krass. Einfach leer. Aber einfach noch hier hin und holen wir noch Rekalkos, sonst ist hier nichts. Müssen auf jeden Fall noch zwei Legendary
Tiere finden, das auf jeden Fall. Zwei Orte, zwei Legendary Tiere. Ah, das ist ein großer Kontinent, ne? Beziehungsweise dann wirkt der Rest irgendwie so ein bisschen so, yo, was habe ich hier eigentlich gemacht? Sag ich mal. Warum war ich hier? Oh, guck mal, das ist doch ein schöner Ausblick. Dafür hat es doch gelohnt, hierher zu kommen. Oder? So. Oh, guck mal, was wir als Freigebiet aufgedeckt haben plötzlich hier. Lol. Also sonst Gebiete haben, wo wir gar nicht waren. Hm. Guck mal. Der verbrannte Baum. Der verbrannte Baum. Gegner. Ja, hier sind wir die meisten Wochen. Ach, Level 99, alles klar. Was du hier? Wir sind hoffentlich auf der Jagd nach mir. Ich habe einfach den, jetzt habe ich alle vor mir, okay. Fast 5 Level springe jeweils immer. Oh, das dauert ja noch ein bisschen dann. Okay. Also echt die komischen Typen. Die scheiß Kultistenwachen. Das ist hier aber nichts, ne? Nur die Kultistenwachen. Oh. Ich habe jemanden gefoltert. Gut gemacht. Zacke. Ja. Mich aber erst scheiße. Mich nicht. So, dafür hab ich euch. Easy. Sehr schön. Gut, ja, hier ist Mr. Level 99. Witzig. Dass der hier so rumläuft. Ja, es sind einfach 31 Level über uns. Wir haben schon extrem viel gemacht. Wir haben schon Level von DLCs für uns, ne? Levelerhöhung durch DLC. Kann man schon sagen, nennen. So, das haben wir. Mal im Banditenlager, okay. Das war's. Wir hängen da alle auf dem Haufen. Warum auch immer. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ja. Okay. Ich zwar gesehen, aber bist du gestorben. Na, Kollege, ich kann auch einfach töten. Was? Okay. Was macht ihr da, ey? Ihr miteinander, oder was los? Ja, ich will das gerne mitnehmen. Jungs, ihr brennt. Interessiert die einfach nicht. Es juckt sie nicht. Es brennt, aber es juckt sie einfach nicht. Alles klar. Ach, Jungs. Was? So, du bist gar kein Böser. Ja, ist ja gut. Du wärst böse, weil du markiert bist. Hätte ich mir die aber doch sparen können. So, warum bist du dann markiert? Das verstehe ich nicht. Warum sind solche Leute immer markiert? Was haben die für einen Zweck? So. Da fallen wir noch. Können wir jetzt auch nicht irgendwie assassinieren? Mit dem was stehlen? Mit dem Orange auf dem Sack? Okay, gut. Mein Vorteil. Ach, einfach so ein Elchenfelder. Einfach so ein Baum in Felder geht das überhaupt nicht. Oh. Elch getötet.
sind fünf Mann. Mach mich bumm. Doch. Ach, hier ist sogar ein Kopfgeld. Wenn er ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Okay. Unter mir? Ist er hier? Ja, ich weiß. Ich weiß ein paar Dinger. Okay. Da kommen wir uns die einfach mal. Zack. So. Schön runterkicken. Also, er hat's überlebt. Lol. Okay. Der Plan war aber anders gewesen. Der Plan. Warte, das sieht genauso aus wie ein Ding, was wir letztens erst gemacht haben. Lol, er überlebt's einfach. Weißt du? Er überlebt's einfach. Jeder wäre gestorben, er überlebt's einfach. Ach, jetzt regeneriert erst mein Adrenalin? Warum? So, ich kick ihn runter, der stirbt einfach nicht. Das ist jetzt der, den ich gerade getötet habe, müsste ich eigentlich jetzt easy callen können. Jawohl. Zack. Noch ein bisschen Adrenalin. Sehr schön. Halt, dass der mich gerade anguckt. Okay, den Tisch jetzt einfach so. Okay, war nix oder wie? Willi? Den Tisch ist jetzt wirklich? Denkt ihr euch, das ist wirklich auch oder war nix? Ja, wo kommt der andere her? Achso. Und an den Typen mit dem Kopfgeld habe ich gar nicht mal gedacht. So, meins. Warum? Es brennt ein bisschen, ich stecke fest. Den Schaden sie mir machen einfach. Okay, das ist Iron Man. Er ist vorher gestorben, schade. Oh, da ist ein Schild drauf flöten gegangen. So. Das Schild einfach. Denkst du, was ist passiert? Hi. Wer bist du denn, ne? Kenn ich dich, Mädchen? Zack, 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 und zack. Zack, 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 zack. Ah, komm her. Bam, 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 bam. Bam. Oh, ist ja schon tot. Ging aber easy. Der hier macht Dienstverweigerung oder was? Danke für deine. Ja, warum? Sind jetzt hier schon wieder alles? Holy shit. Oh, das Wert ist auch gestohlen von hier. Das Wert wollte ich doch gar nicht umbringen. Oh. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir.
Irgendwie ist hier nichts in der Nähe, angeblich. Bin ich irgendwie wundert. Dann gehen wir einfach mal hier in die. Gehen wir nach hier oben? Gehen wir nach hier oben, komm. Oh, da haben wir noch was noch Rekalkos-mäßig hier. Oh, hier machen wir Rekalkos. Ah, gehen wir jetzt nicht hin. Gut, haut rein. Ciao, ciao. Some days I can't get out of my head. That's just the dark side of me. Some nights it's hard for me to fall asleep. That's just the dark side of me. If you ever, ever call my name, you will find out that we're both the same. When the lights go out, I need to know. Are you afraid of the dark? I'm not afraid of the dark. I am not afraid, I am not afraid. Sick of the oppression and all the hate. Money and the power, social rank. Lot of pride now, not enough loyalty. Had to change my life for the better things. Had to boss up and overcome adversity. I put my brother in position. I know someday see the vision. I've got a